Hans, vielen Dank für die Einblicke, für deine Antworten. Dankeschön. Ja, wir machen dann im Prinzip nahtlos weiter mit unserem nächsten Thema. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über Kabel und Stecker gesprochen. Das ist also der richtige Aufhänger für die Thematik Elektronik. Aber ich will es nicht ganz so tief stapeln lassen, weil heute, halt, wenn wir über Elektronik nachdenken, ist natürlich immer sehr, sehr präsent irgendein Motor, der sich drehen muss. Oder vielleicht nur die Thematik Isobus, die in aller Munde ist. Aber wir wollen hier in dem nächsten Insight ein bisschen tiefer gehen und einfach schauen, was steckt denn da noch dahinter? Was sind da noch für Ideen da? Stichwort Digitalisierung, digitale Anbindung von Produkten. Ich freue mich auf einen sehr, sehr interessanten Beitrag mit meiner Kollegin Theresa Schmidtmeier, die sich mit Intelligence, Harsh Intelligence beschäftigt. Die Digitalisierung ist ein Thema, was schon in vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens Einzug genommen hat. Natürlich kommen wir hier auch in der Agrartechnikbranche schon seit Jahren nicht mehr drum herum. Denken wir an die vielen Möglichkeiten, die wir durch Lenksysteme, durch verschiedene Sensoren bekommen haben. Natürlich gibt es auch hier im Hause Horsch verschiedene Gedanken, verschiedene Entwicklungen zu diesem Thema, die ich Ihnen jetzt in diesem Rahmen einmal kurz vorstellen möchte. Alle Funktionen, die mit der Digitalisierung unserer Maschinen zu tun haben, fassen wir unter dem Begriff Horsch Connect zusammen. Horsch Connect, ein neuer Produktbereich, ein neues System unserer Maschinen, das wirklich familienübergreifend von der Sätechnik über die Maestros bis hin zum Pflanzenschutz für alle unsere Maschinen relevant ist, relevant sein wird. Natürlich ist es so wie bei allem, was wir aus dem Softwarebereich kennen, dass auch das einer ja, bestimmten Dynamik unterliegt, dass hier durch gewisse Updates neue Funktionen hinzukommen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einen Zwischenstand zu geben und einen ersten Einblick in unser System Horsch Connect. Horsch Connect, vielleicht die erste interessante Frage: Was ist an unseren Maschinen anders? Was brauchen wir dafür hardwareseitig? Alles, was wir für Horsch Connect brauchen, ist dieser graue Kasten. Unter unserer Horsch Connect Haube haben wir hier zum einen ein WLAN-Modem, damit wir unser Handy mit unserer Maschine verbinden und darüber eben bestimmte Maschinenfunktionen direkt über das Smartphone ausführen können. Wir haben ein GPS-Modem, wie wir es auch alle aus unseren Smartphones schon kennen, damit wir eben die Position unserer Maschine mit aufzeichnen und dem Kunden in bestimmter Art und Weise zur Verfügung stellen können. Und wir haben eine Speicherkarte, um ja, Daten zwischenzuspeichern, sollten wir einmal auf einem Feld, beispielsweise irgendwo am Waldrand, unterwegs sein, wo wir eben keine mobile Netzabdeckung haben. Wir sehen schon, hardwareseitig ist das alles, was notwendig ist für Horsch Connect. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns im nächsten Schritt mal an, welche Funktionen verstecken sich genau dahinter und was wird dadurch konkret auch wirklich für Sie möglich werden in Zukunft. Was genau das heißt, was genau für Funktionen wir hier auch verwirklicht haben, würde ich Ihnen jetzt einfach mal gerne anhand von zwei Beispielen zeigen. Als erstes würde ich vorschlagen, beschäftigen wir uns mit dem Thema Telemetrie. Telemetrie, was ist das? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Wenn wir hier von Telemetrie sprechen, meinen wir nichts anderes als die Übertragung bestimmter Datenpunkte an einen anderen Ort, an andere Endgeräte beispielsweise. Um das Ganze mal so ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich sagen, wir werfen einfach mal gemeinsam einen Blick in unser Horsch Telematics Portal und schauen uns an, was können wir da sehen und was bringt uns das überhaupt. Unser Horsch Telematics Portal. Auf der rechten Seite kann man schon ganz schön erkennen, wir sehen hier übersichtlich alle unsere Maschinen. Man kann daran jetzt auch schon schön erkennen, vom Pflanzenschutz über die Sätechnik bis hin zur Einzelkorntechnik sind hier wirklich alle Maschinentypen unseres Produktportfolios vertreten. Der Landwirt hätte hier natürlich nur die Möglichkeit, seine Maschinen einzusehen. Bei den Maschinen, die wir da jetzt auf dieser Karte sehen können, handelt es sich um unsere Vorführflotte aus dem Jahr 2020. Unsere Vorführmaschinen haben wir ausgestattet mit dem System Horsch Connect, um erste Erfahrungen zu sammeln, um Daten zu generieren und um das System eben zu optimieren. Ja, wie es so ist mit vielen Sachen im digitalen Zeitalter, mit vielen Tools, auch Apps, die wir schon im Alltag nutzen. Und da liegt natürlich auch unser Portal hier einer ständigen Entwicklung und Anpassung. Da werfen wir noch mal ganz kurz gemeinsam einen Blick in den aktuellen Stand unseres Horsch Telematics Portals. Neben der Maschinenübersicht auf der rechten Seite, über die wir gerade schon gesprochen haben, sehen wir hier links auf der Karte eben auch zu jeder Zeit den aktuellen Live-Standort unserer Maschinen. Das bringt natürlich wahnsinnig große Vorteile, gerade wenn wir eben an den Bereich Flottenmanagement denken, wenn wir an unsere Lohnunternehmer denken.
Neben der Gesamtmaschinenübersicht haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, uns Daten bezogen auf eine einzelne Maschine genauer anzuschauen. Dem aktuellen Zeitraum geschuldet bietet es sich natürlich an, dass wir hier mal einen Blick nach Brasilien werfen. Hier ist die Aussaat eben mit unseren Maestros bereits in vollem Gange. Auf dieser Karte sehen wir nun für die entsprechende Maestro die Daten über die Ausbringmenge. Das heißt, unterschiedliche Ausbringmengen, unterschiedliche Farben, die hier hinterlegt sind und uns eben eindeutig auf einen Blick Informationen darüber liefern, wie viel unsere Maschine tatsächlich auf welchem Feld ausgebracht hat. Natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze ja entsprechend bezogen auf einen bestimmten Zeitraum anzusehen. Das können 2 Stunden sein, das können die letzten 2 Tage sein. Natürlich könnten wir jetzt hier in diesem Schritt noch deutlich mehr Datenpunkte anzeigen lassen. Denken Sie beispielsweise mal an die Geschwindigkeit, mit der die Maschine unterwegs war. Je nachdem, was den Kunden an dieser Stelle interessiert. Wie wir eingangs schon gehört und gesehen haben, ist das hier natürlich nicht nur ein System für unsere Maestros. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, das wir hier für Sie mitgebracht haben. Das System in dieser Art und Weise wird natürlich später für all unsere Maschinentypen vollkommen produktunabhängig verfügbar sein. Wir haben jetzt schon viel kennengelernt, was sich hier im Bereich Telematics, Telemetrie bewegt, wo wir hier hin entwickeln für Sie. Natürlich haben wir hier noch einige mehr Funktionen, die aus dem Thema Digitalisierung resultieren, die hier unter die neue Produktfamilie Horsch Connect fallen. Da würde ich Ihnen jetzt gerne noch ein paar weitere vorstellen. Wir kennen es alle, wir nutzen es alle, keiner möchte es mehr missen, unsere Smartphones. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir Informationen, die wir haben möchten, in Sekundenschnelle über unsere Smartphones abrufen können, bestimmte Funktionen darüber bedienen können. Hierfür habe ich Ihnen heute mal unsere neue App Mobile Control mitgebracht. Mobile Control, eine App, die für alle Apple-Geräte, alle Android-Geräte verfügbar ist und alles umfasst, was wir zukünftig in Bezug auf unsere Maschinen auf unserem Smartphone darstellen können. Ich würde sagen, werfen wir einfach mal einen kurzen Blick rein, was ist da möglich und was können wir anhand von Mobile Control auch wirklich verwirklichen. Mobile Control, verfügbar für alle Smartphones, alle Geräte, die am Markt zugänglich sind, bietet einige spannende Ansätze, einige spannende Funktionen, die wir hier in unseren Maschinen durchführen können. Ich würde sagen, werfen wir hier einfach mal einen Blick rein. Ja, wie wir hier sehen können, wir haben verschiedene Funktionen. Wir haben einmal das Abdrehen über unsere App. Wir haben den Reihendosierer, wenn es um unsere Maestros geht. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Abdrehen über unsere App, warum ist das notwendig? Was haben wir hier doch für Vorteile? Ich glaube, wir kennen den Vorgang alle. Wir haben es alle schon einige Male gemacht. Wie sieht denn das Abdrehen aktuell aus? Den Mitschnitt, den Sie gerade gesehen haben, natürlich eine überspitzte Darstellung von dem, wie das aktuell funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch über unsere App Mobile Control in Zukunft die Möglichkeit, noch schneller zu werden und hier eben noch schneller mit unserer eigentlichen Arbeit anfangen zu können. Schauen wir uns mal an, wie dieser Vorgang in Zukunft mit unserer App Mobile Control stattfindet, wie das in Zukunft über unsere App funktioniert. Am Abdrehvorgang an sich ändert sich nicht viel. Wir können hier ganz normal unseren Dosierer auswählen, können dann hier unsere gewünschte Ausbringmenge eingeben und dann eben über unser Handy den Abdrehvorgang starten. Nachdem wir den Abdrehvorgang beendet haben, wiegen wir eben ganz normal unseren Abdrehsack und können dann unser gewogenes Gewicht direkt hier in die App mit eingeben. Gehen dann auf Bestätigen und können hier eben noch schneller und noch effektiver anfangen mit unserer eigentlichen Arbeit. Genau. Auch hier sehen wir, über diese Benutzung von eben Mobile Control, von diesen mobilen Funktionen, werden wir hier eben noch schneller und die Arbeit mit unseren Maschinen noch einfacher. Ja, wir haben jetzt hier auch gesehen, Mobile Control, ein sehr spannendes Thema, wo wir natürlich auch in Zukunft noch mehr Funktionen für Sie bereitstellen werden und da hier auch ganz intensiv am Entwickeln und am Kreieren sind. Ja, Horsch Connect, auf der einen Seite Telemetriedaten, auf der anderen Seite unsere App Mobile Control. Das sind nur 2 Beispiele dafür, wie das Thema Digitalisierung hier in Bezug auf unsere Maschinen aussehen kann, aussehen wird. Ich denke aber, es schadet hier auch nicht, vorab mal einen Einblick zu bekommen, woran wir hier arbeiten und was wir hier in Zukunft für Sie zur Verfügung stellen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns auch das Thema Kompatibilität, Konnektivität zu anderen Systemen. Heißt, wir wollen hier mit unserem Horsch Connect keine Insellösung bauen, vor allem eben auch mit unserem Horsch Telematics Portal keine Insellösung bauen, sondern eben
Kompatibilität, auch Konnektivität zu anderen Systemen schaffen. Hier gibt es natürlich verschiedene Entwicklungsansätze, verschiedene Wege, wie so etwas aussehen kann. Auch hier können Sie gespannt sein, was hier in Zukunft für Sie möglich sein wird. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein paar spannende Einblicke geben, auch in das Thema Digitalisierung bei Horsch. Wo arbeiten wir hier dran? Wo geht die Reise hin? Ich denke, es schadet nicht, hier auch einfach mal einen Einblick vorab zu bekommen. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen verabschieden, bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei unserem weiteren Programm. Digitalisierung, Konnektivität, ich glaube, das sind die Schlagwörter der modernen Zeit. Ich glaube, wir haben eindrucksvoll demonstrieren können oder auch rüberbringen können, warum in Zukunft eine Anbindung einer Maschine an Internet oder an einen WLAN sinnvoll und interessant sein kann. Für eine tiefergehende Diskussion haben wir hier ins Studio die Theresa eingeladen. Hallo, herzlich willkommen. Theresa, jetzt haben wir natürlich eine Geschichte dabei. Immer wenn es um Daten geht, sind wir ganz, ganz schnell bei der Geschichte Datenschutz. Und da jetzt die konkrete Frage, wem gehören denn die Daten, beziehungsweise wer hat den Zugriff auf Daten von Maschinen, die am Kunden gehören? Ja, Michael, das ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben ja gerade gehört, welche Vorteile können denn daraus resultieren. Natürlich spielt das Thema Datenschutz, Datensicherheit für uns da auch eine extrem große Rolle. Prinzipiell ist es so, wir haben natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, was die Datenschutzverordnung angeht, an die wir uns selbstverständlich auch halten, haben da auch ein sehr gutes Team, was da dahinter steht und diese Prozesse natürlich auch gegenprüft. Natürlich ist es so, dass wir Maschine hier bei uns ab Werk ausgeliefert, haben wir erstmal keine Daten oder keinen Zugriff auf wirklich personenbezogenen Daten, sprich beispielsweise die Position der Maschine. Wenn der Kunde dann aber natürlich bestimmte Dienste nutzen möchte, wir sehen den Einblick in unser Telemetrieportal zum Beispiel gerade, wird natürlich eine Maschine dem Kunden zugeordnet, damit der das Ganze eben einsehen kann. In diesem Moment weiß man natürlich, welche Maschine wird welchem Kunden zugeordnet. Natürlich auch hier, sodass der Kunde selbst mitentscheiden kann, wer hat den Zugriff auf meine Daten und wer kann meine Daten nicht einsehen. Natürlich ist es für einige Funktionen, gerade wenn wir zum Beispiel mal an den Bereich Service denken, wo es ja auch darum geht, wie können wir unseren Kunden durch diese Techniken in Zukunft unterstützen, wie können wir da einfach noch besser und schneller und proaktiver auch werden, ist es natürlich auch dann gerade für den Bereich Service relevant, bestimmte Daten zur Verfügung zu haben, um dem Kunden auch besser helfen zu können. Mhm. Genau, das heißt, das ist hier immer ja eine Balance zwischen, was gehört dem Kunden und welche Daten brauchen wir auch serviceseitig, um dem Kunden eben den Nutzen, die Möglichkeiten daraus zu bieten. Ich glaube, genau das ist das Thema. Ich brauche natürlich einen gewissen Hebel, um dem Kunden Möglichkeiten oder Service bieten zu können. Auf der anderen Seite denke ich, ist wichtig, vor allem aus Kundenperspektive, dass er trotzdem die Kontrolle über Zugriffe hat und vielleicht auch mal, wenn er sagt, Mensch, mit dem einen oder anderen möchte ich nicht mehr kommunizieren, zukünftig auch so einen Zugriff wieder zurücknehmen kann. Ja, was da auch, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist oder uns hier auch ein ganz wichtiger Punkt oder für uns auch ein wichtiger Punkt ist, die Daten, die wir hier eben speichern, um dem Kunden zur Verfügung zu stellen, speichern wir hier in Deutschland. Das heißt, das sind irgendwie keine Daten, die jetzt irgendwie in Drittländer gehen, sondern wirklich hier bei uns zentral in Deutschland bleiben und eben von da aus dann an den Kunden weiterverteilt werden. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, die sich daraus erschließt, zu den Daten dazu. Mit welchen Plattformen können wir denn kommunizieren? Du hast ja an einer Stelle das angesprochen, dass wir mit externen zusammen, also externen Anbietern zusammen kommunizieren wollen. Was ist da möglich bzw. angedacht? Wo soll es da hingehen? Ja, wenn wir uns den Markt mal anschauen, es gibt ja, unsere Kunden nutzen ja teilweise schon wahnsinnig viel verschiedene Software, auch wenn es darum geht, Betriebe zu verwalten, wenn es darum geht, beispielsweise auch Applikationskarten zu erstellen, Maschinen zu verwalten. Da gibt es ja eine sehr große Bandbreite mittlerweile draußen am Markt. Wir merken auch, dass das regional teilweise sehr stark schwankt. Es gibt natürlich große Anbieter, die weitaus geläufiger sind als vielleicht manch kleines Start-up. Aber umso wichtiger ist es für uns natürlich hier individuell auch auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Das bedeutet für uns Kernaussage hier, wir wollen möglichst offen sein, auch nach außen für andere Systeme, für externe Anbindungen. Da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie kann so etwas aussehen. Beispielsweise gibt es hier den Weg der direkten Anbindung, sprich Horsch Connect wird direkt an externe Systeme angebunden. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über einen Datenaustausch, über eine Datenaustauschplattform zu gestalten, wie beispielsweise den Agri-Router und somit eben einfach den Datentransfer natürlich auch dann gesteuert vom Kunden zu gewährleisten. Mhm.
Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Aussage. Wir wollen hier nicht die Horschinsel kreieren, um Ja. es jetzt mal bildlich zu nehmen, sondern einfach offen sein. Und deswegen auch das Projekt AgriRouter, wo wir ja mit dabei sind, auch ganz aktiv mit dabei sind und mitgestalten. Genau, ja. Ja. Ich habe noch eine Frage bekommen. Jetzt haben wir natürlich im Vortrag immer über Pflanzenschutztechnik gesprochen, Sätechnik, Einzelkorntechnik, also immer Maschinen, die einen Jobrechner per se an Bord haben. Wie gehen wir denn da zukünftig mit der Bodenbearbeitung, wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne auch mein Terrano, mein Tiger oder was auch immer im Horsch-Telematik-Portal drinnen? Gerade wenn wir über das Thema Bodenbearbeitung reden, wir reden ja, wenn wir von Horsch Connect reden, wie wir auch gerade im Beitrag gesehen haben, es geht immer um Daten. Es geht darum, Daten, Informationen zu sammeln und zu verwerten. Natürlich ist das Thema Bodenbearbeitung ja dafür wie geschaffen, wenn wir uns anschauen, was gewinnen wir denn für Informationen wirklich aus unserem Boden, die wir dann auch später in andere Prozesse wieder mit einfließen lassen. Informationen, auf denen wir wirklich Entscheidungen treffen, auch für dann eben unsere spätere Bewirtschaftung. Das heißt, das Thema Bodenbearbeitung ist natürlich auch für dieses Thema wie geschaffen. Da gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Entwicklungsansätze, wie so etwas aussehen kann. Ich glaube, das sind es einfach noch ein paar mehr Schritte, die wir da tun müssen, aber auch in diesem Bereich gibt es auf jeden Fall Ansätze und Ideen, die wir da verfolgen. Eine Frage, die uns noch erreicht hat. Zum Angenommen, ich bin ein Besitzer einer Horsch Bronto, habe die schon 4, 5, 6 Jahre im Betrieb und möchte jetzt dann trotzdem an dieser Neuentwicklung teilnehmen. Gibt es da Wege, gibt es da Möglichkeiten? Ja, wir haben es ja vorher schon im Video auch gesehen, was ist hardwaretechnisch möglich. Wir haben einen kleinen Einblick auch in unsere Horsch Connect Haube schon bekommen. Grundsätzlich ist das ein System, das eben sind bestimmte Voraussetzungen an der Maschine gegeben, wenn wir beispielsweise von Softwarestand reden. Grundsätzlich ist das dann eben ein System, was auch nachrüstbar ist für schon bestehende Maschinen. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Pronto, die ist vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre alt, gibt es auch da Möglichkeiten, eben solche Maschinen dann mit an Bord zu holen über Horsch Connect. Ja, ihr seht, da ist wirklich an alles gedacht worden, um möglichst hohe Konnektivität hinzubekommen, zukünftig bei den Maschinen. Theresa, vielen Dank an der Stelle Sehr für gerne. die Diskussion, für deine Antworten. Und ich darf dann an der Stelle diese Runde beenden, darf die nächste Runde ankündigen. Und zwar werden wir hier um 15 Uhr weitermachen mit einem Produktionsthema. Es geht um Sojabohnenanbau. Ich denke auch, ein Bereich, der sehr, sehr hoher Dynamik aktuell unterliegt. Immer mehr Landwirte steigen ein in den Sojaanbau. Wir haben uns dazu den Ferenc Kornisch von der NU Agrar eingeladen, um einfach nochmal ein bisschen über Anbaustrategien zu sprechen und im Anschluss natürlich auch zu diskutieren. Also ich freue mich hier um 15 Uhr wieder einzufinden und mit euch zusammen den Beitrag durchzugehen.